Guten Abend zu einer weiteren Folge, die wunderbare Welt des Lebens. Schönes heute vom 18. Juni 2023. Unser wöchentlicher Rückblick, unsere wöchentlichen Nachrichten, Traumrichten auf das, was Menschen bereits erreicht haben, auf das, dass Träume wahr sind. Wir schauen heute auf eine E-Mail von Jenny. Lieber Simon, vielen Dank für die wöchentlichen Traumrichten. Wir haben zwar keinen eigenen Landsitz und wohnen in unserem Häuschen zur Miete. Wir verhalten uns auf dem Fleckchen Erde, auf dem wir wohnen dürfen, genauso, wie wir es uns vorstellen könnten, auf unserem Landsitz zu tun. Wir haben das Glück, noch eines der alten Grundstücke in unserem Dorf zu bewohnen und viel Platz für Experimente zu haben. Wir haben uns Hochbeete gebaut und viele erhöhte Beete und versuchen uns seit wenigen Jahren mit dem Gemüseanbau. Wir bauen sehr viel durcheinander an, mischen mit Ringelblumen, Kapuzinerkresse und essbaren Blüten und meistens klappt es sehr gut. Mit meiner jüngsten Tochter habe ich heute noch bunte Buschbohnen gepflanzt. Wir versuchen es zeitlich so zu versetzen, dass nicht alles auf einmal reif ist. Da die Grundstücke zwar lang sind, aber rechts und links viel Kontakt zu den Nachbarn besteht, haben wir uns eine Art Sitzkreis geschaffen, wo wir etwas mehr für uns sein können. Ich freue mich sehr daran, denn durch die Blumen, die ich zu meinem Geburtstag bekommen habe, finde ich es nun perfekt. Es sind einige Duftrosen gepflanzt und so kommt mit jedem Windhauch auch immer etwas zarter Duft zu mir. Ansonsten unterstützen unsere lieben Hühnchen unseren Garten. Ihnen zuzusehen und zu hören, bringt mir ganz viel Frieden. Herzliche Grüße, Jenny. Ja, liebe Jenny, vielen Dank. Du hast uns auch noch ein Video geschickt oder mehrere kleine Videos. Da schauen wir doch mal ganz kurz rein. Wir haben uns ein Bogen, also ein, fast ein Kreis angelegt im Garten, der uns wirklich sehr gefällt gerade und haben Blumen geschenkt bekommen jetzt gerade zu meinem Geburtstag, die sich perfekt einfügen. Unsere kleine süße Hühnerbande. Die kleinen Küken sind heute das erste Mal. Bei denen laufen sie mit den Großen mit. Es klappt ganz super. Das freut uns sehr. Jetzt darfst du rein. Danke dafür. Und du hast uns auch noch Bilder geschickt, liebe Jenny. Da schauen wir natürlich auch ganz kurz mal rein. Und zwar sind das deine Tomaten. Und ja, der Garten und der Gemüseanbau, den ihr seit wenigen Jahren versucht oder seit einiger Zeit versucht. Duftrosen, wunderschön, haben wir auch gerade schon alles gesehen. Und Hühnchen, Hühner, darauf warten wir ja noch, Hühner. Ja, vielen Dank für die Bilder. Schauen wir uns nun einen Beitrag von Christine an. Christine hat uns viel geschickt. Liebe Zuseher, ich beginne hier mit meinem kleinen Mini-Familienlandsitz, einen kleinen Rundgang in Etappen, damit die Videos nicht zu groß sind. Hier ist mein Apfelbaum, den ich voriges Jahr gesetzt habe. Schauen wir, wie er wird. Meine Rosen blühen jetzt in voller Schönheit
Eingangsbereich mit meinen beiden Wächtern. Ich liebe diese Mandschkal. Meine Tomaten sind auch schon ganz groß. Hier ein kleiner Schwenk noch zum Beinwellen. Der Kirsch blüht. Ich mache hier eine kleine Runde und dann gibt es noch Details. Und das ist jetzt mein neuer Bereich, den ich einfach auf der Mauer anstatt den blühenden Büschen gemacht habe. Vorne kommt der Kürbis, der kann dann über diese Efeu wachsen. Hier habe ich meinen Weg und vorne gibt es Erdbeeren, Fenchel, Erdbeeren, da kommen die bereits die Erbsen, Salat, Sonnenblumen. Dann geht es um die Ecke. Hier gibt es Gurken. Eine Kartoffel ist aufgegangen. Schauen wir mal. Und dann geht es hier, den Busch habe ich gelassen. Oh, die erste Lilie ist bereits aufgegangen. Die Blüten kann man auch essen. Die werde ich dann verspeisen. Hier gibt es Himbeeren. Dann habe ich diese Büsche noch stehen gelassen. Da geht es unter meine Fichte durch. Hier den nächsten Lilien. Taglilien. Stachelbeeren. Da blüht es dazwischen wieder. Und das sollten meine noch Karotten werden. Und das ist auch eine Heilpflanze. Fällt mir gerade nicht ein. Der Kräutergarten mit den Aronien, den Johannisbeeren in Rot und in Schwarz. Hier kommt dann das Kräuterbeet mit Salbei, Thymian, Rosmarin, Ackerschachtelhalm, der geht immer von alleine auf, ist super für die Brühe zum Gießen und Tee zum Trinken, Schafgarbe, Pimpernel. Artemisia annua habe ich heuer gekauft und eingesetzt. Kerbel, Isop, Melisse. Hier mein kleiner Miniteich. Zitronengras. Hier der Wein. Ich hoffe, dass er heuer ohne Mehltau bleibt. Mein riesen Lavendel, Clematis. Hier habe ich noch einmal Wein. Wieder Kräuter, Spinat ist gerade abgeerntet. Mutterkraut für den Tee, Rosenmelisse. Hier geht es jetzt endlich dann Petersilie. Salat. Hier lasse ich genau den auswachsen. Die Blüten, da erfreuen sich immer die Bienen. Hier habe ich noch eine Zistrose. Da bekommt ihr dann noch, wenn sie blüht, Pfefferminze, Berufskraut. Hinten gibt es noch einmal ein Beet. An der Wand mit Radieschen, die gerade reif sind, Salat, Tomate. Das ist so mein Schmuddeleck ein bisschen. Hier hätte ich vorgesehen eine Komposttoilette. Kompost. Hier versuche ich das erste Mal Kartoffeln, Salbei. Zucchini blüht bereits, Zwiebel, der Holunder ist bereits am Verblühen.
Heute habe ich einen Walnussbaum, den ich leider nicht wachsen lassen kann, den ich immer wieder schneiden muss, weil an der Mauer ist es einfach zu eng. Hier die nächsten Tomaten. Rote Rüben, Brokkoli, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch, Erdbeeren. Der Birnbaum, der dringend geschnitten gehört. Rotkraut, Bohnen, Sprossenkohl. Mein bemalter Stein, Physalis. Hier ist meine Sitzecke, wo ich gerade auch beim Steinemalen bin. Und hier dahinter im Wintergarten ist mein Bett, das ist mein Schlafzimmer. Das fühlt sich an wie im Freien. Das Ganze noch von außen. Hier drinnen habe ich die Karotten. Medesüß. Eine besondere Pflanze auch. Hier geht auch eine Kartoffel auf. Keine Ahnung, wo die herkommt. Mutterkraut, Stachelbeeren, wieder Taglilien. Das sind noch meine blühenden. Hier sieht man ungefähr auch die Höhe von dieser Mauer. Dahinter die Himbeeren. Das ist eine Quitte, die blüht wundervoll im Frühjahr, und eine Bienenweide. Ja, und da oben ist dieser neu angelegte Teil. So, die letzte Runde. Hier ist der Physalisbaum, die Minze, Kohlrabi, mein Brunnen, der leider nicht so gut funktioniert. Und hier mein Lieblingsrastplatz unter meiner Silberfichte, das für mich der Ahnenbaum ist, weil es auch dieses Grundstück auch auf dem Gelände meiner Eltern und Vorfahren. Und hier ist mein Ruheplatz. Den werde ich jetzt dann gleich einnehmen. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Ja, vielen Dank für dieses Video, liebe Christine. Und auch von dir haben wir noch Bilder bekommen und dürfen uns auch hier die Rosen nochmal im Detail anschauen. Ja, vielen Dank dafür. Schauen wir noch zu Nadja. Auch Nadja hat uns noch ein Bild, ein Video geschickt. Schauen wir rein. So, lieber Simon, liebe Anastasia und Talus-Geschwister, einen ganz kurzen Rosengruß von mir. Im Paradies blüht alles und wächst und gedeiht. Und ich wünsche euch auch für eure Vorhaben und für eure Gärten, Häuser, Wohnungen auch einen wunderschönen göttlichen Segen. Ja, und seit 10 Tagen bemühen uns wir hier in Niederbayern, Passau, Bayerischer Wald, so Wohngemeinschaften der Gleichgesinnten zu vernetzen. Und es tut sich viel und es macht mir auch Freude. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich das überlege, wie mache ich das, weil ich auch alleine bin. Also ich bin nicht einsam, aber ich bin alleine, und es gibt so viele in meinem Alter, ich bin jetzt Mitte 60, Single-Frauen, die auch große Wohnungen bewohnen, und ja, und wir wollten das eigentlich sehr gut untereinander aufteilen, was natürlich auch hier ist, dass in vielen Bauernhöfen
die Kinder, die erwachsenen Kinder, die Enkel auch weg sind, weiter weg, oder sie haben ihr Eigentum. Und oft sind die Eltern, Großeltern ganz alleine und auch manchmal überfordert. Und was noch wunderschön ist, dass viele Familien herziehen auf die Höfe und auch so Ersatzomas, Opas, lustige Omi in ihrer Nähe haben wollen, und weil sie sagen, ja, die Kinder sollen halt auch mit älteren Menschen Kontakt haben, aufwachsen und ohne Zwang miteinander wohnen, etwas mit den Kindern unternehmen oder ja, denen aus dem Lebensschatz, guten Lebensschatz erzählen. Also auf jeden Fall tut sich was, wir bündeln uns noch und wir schreiben, und eine Familie hat sich auch bei mir gemeldet. Und das ist wirklich Win-Win, also Gewinnsituation. Und ich freue mich über diesen Zeitgeist und auch diese Vernetzung. Und ich wollte das so kurz mit euch teilen. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und dann für nächste Woche einen guten Start. Liebe, liebe Grüße und Umarmung, Nadja. Vielen Dank, liebe Nadja. Vielen Dank allen Einsendern. Das war's schon wieder für diese Woche. Wenn ihr uns eure Träume schicken wollt, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie sehr sich eure Träume bereits in der Realisierung befinden, wenn ihr auf den Blick auf das Leben werfen wollt und das Leben unterstützen wollt, schickt uns gerne Beiträge. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu unserer Nachrichtensendung, zu unseren positiven Nachrichten, unseren Traumrichten. Nächste Woche Sonntag, 20 Uhr Primetime. Zur Tagesschauzeit. Bis dann!